Ah ja. Falsch. Ich glaube, ich muss da unten rein. Irgendwie riecht es mich auf, dass ich auch dieses eine komische Rätsel da hinten nicht gelöst habe. Aber egal. Wurst. Oh Mann. Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Okay, das sind also wirklich 1:1 Teleporter. Kann ich eigentlich... Ah ja. Jetzt könnte ich ja theoretisch auch das hier machen. Okay, machen wir es mal so. Also. Schon alle Kombinationen durchmachen. Gut, weiter passiert nichts. Fick. Fick. Ah, wie bin ich denn hier reingekommen? Achso. Nee. Hä? Hä? Ah! Komm ich wieder raus? So. Ich wette, ich musste da oben irgendwie noch den Teleporter umstellen. Aber wo ist der Code dafür? Ist was? Ha! Auf bis eine Kiste. Nicht mal was, was ich nehmen kann. Oh Gott, scheiße, mir kommen jetzt wirklich gerade die Tränen. Ich fange zu heulen an, weil ich das Medpack nicht nehmen kann. ...772, alles klar. Lol, ich soll Schauspieler werden. Übrigens ist jetzt Trine 2 draußen, da wo ich das LP von der Beta gemacht habe. Und das werde ich jetzt auch nebenbei mal spielen. Aber nicht als LP. Weil es ist bei mir immer so, mit neuen Spielen, die ich eigentlich so spielen möchte, möchte ich unbedingt gerne ein LP von machen. Arschloch. Na, sag's mir. Genau, mit der Aufnahme, wenn das Rubbeln anfängt. Und das ist alles scheiße. Ich werde niemals von einem Spiel ein MP machen, das ich aktuell selbst gerade spielen möchte. Also nicht böse nehmen. Vielleicht der Dommy? Müsst ihr halt mal fragen. Aber es gibt ja noch genug alte Spiele, die man spielen. Das ist wirklich der Gerichtssaal hier. Huh? Sieht zumindest ein bisschen so aus. Oh, wie süß. Na dann. Was ist das? Ich schieß alles kaputt, das ist immer nervig. Jetzt wenigstens. So, alles tot. Ah! Schützturm. Hey.
Küche. Die Küche. So, da brauche ich die grüne Keycard. Ist da auch ein Schalter versteckt vielleicht? Nein. Okay. Ja! Kamera? Ist hier irgendwo eine Kamera? Oder wieso ist jetzt der Alarm angegangen? Scheiße, ich brauche einen Alarmschalter. Ah, Alarmschalter! Muss ich erst wieder das Weinen anfangen? Lieber das. Jetzt ist mir egal, wenn mich Kameras sehen. Komm! Noch ein schönes Foto von mir. Ja, hör auf mich zu schießen. Tut ja auch nichts. Wie kann eigentlich? Das sind doch bloß Monitore. Ja, 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 ja. Dumme Nudel. Kann ich übrigens bald durch? Ach, ja. Wollte doch so einen scheiß Alarm schalten, ne? Ist gerade. Ich bin gerade über dieses Bett oder was das ist drüber geschmissen. Egal. Alarmschalter. Ja, wo ist denn da einer? Ist mir jetzt viel zu blöd. So. So. Da ist ein Alarmschalter. Ah, ich mache aber erst noch die Kamera. So. Rot aufgehoben. Den habe ich noch nicht. Nö. So, wieder mal eine Keycard. Step vor, Step side. Okay. Sonst ist da nichts mehr. Der hat Raketen. Der hat Raketen in der Hand, weil die werfen nämlich mit Raketen. Ja, die werfen mit Raketen. Puh. Er hat Granatwerfer-Munition dabei gehabt. Rote Keycard. Und ich glaube, in der nächsten Mission muss man das Nervengasdepot. Oh, das gefällt mir.
Ja, du. Alarmstufe rot. Alarm. Eindringlich. Gebiet gesichert. Wohncode aufgehoben. Ah, fast 5.500 Credits. So, wo mich dieser Teleporter wohl hinbringen wird. Mhm. Ist da noch was? Ja. Neun, fünf, eins. Das kann man sich doch gut merken. Einfach schräg runter auf den Ziffernblock. Ja, schönen Tag. Der Computer redet mir zu viel. Er hat keine Freunde. Ah, warte mal. Hallo, ich hab's gerade eben deaktiviert. Spiel rein. Ich darf hier nicht drüber rennen. Übel, der hat Schrotflinte, glaube ich, gehabt. Nein. Roboter, da kann ich nicht looten. So. Das sind dann noch einmal andere, die schauen noch mal ein bisschen krasser aus. Oder? Das ist die schwarzen. Und Serverraum. So. Kaputt. Ungültige Karte. Wo ist diese rote Keycard? Nicht rennen. Zugang gewählt. Was ist das hier? Ich hab doch noch vorher losgelassen. Da schrecke ich immer. So. Ich höre einen Geschützturm oder sowas. Bin ich schon am Ende? Yep. Ich nehme an, Sie sind derjenige, über den zurzeit alle sprechen. Sind Sie nicht zum Widerstand übergelaufen? Oder so etwas in der Art? Könnte es möglicherweise sein, dass Sie mit mir darüber verhandeln wollen? Ich meine, die müssen Ihnen eine erhebliche Summe bezahlt haben, damit Sie bereit waren, sich gegen das Konsortium zu wenden. Wie viel verlangen Sie? Geld spielt keine Rolle. Kommen Sie. Ihr Preis, wie hoch ist er? Selbstverständlich können Sie anschließend gehen, wohin Sie wollen. Kaufen Sie sich doch einen Sitz im Senat. Oder vielleicht wäre in eine ruhige Stelle lieber. Als Aufsichtsrat, der irgendwo im Süden residiert? Ja, ich nehme das. Der Alte redet wie ein Wasserfall, richtig, Blechmann? Aber der Zauberer lindert all Ihre Schmerzen. Sehen Sie zu, dass der Senator schnell auf den Teleporter kommt. Dann hat die Zentrale das Problem und nicht wir. Der fliegende Teppich ist bereit. Er wartet auf euch. Zauberer aus. Von mir aus. Ich gehe mit Ihnen, wenn es sein muss. Aber ich kann Ihnen versichern, in kürzester Zeit bin ich wieder in Freiheit. Und dann sieht es ganz übel für Sie aus. Nicht wahr, Silencer? Kann ich da schießen? Ach nö. Na gut. Dann haben wir die Mission. Das ging, glaube ich, diesmal sehr, sehr schnell.
Elitetruppen 2. Ich könnte schwören, Sturmtruppen sind eigentlich die Schwarzkittel. Wieso steht dann da 0? Oh, Nachricht. Wir fingen eine weitere Botschaftsübertragung auf, während Sie auf Ihrer letzten Mission waren. Der Absender ist ganz eindeutig irgendwo auf Ihrer Basis stationiert. Leider waren unsere Leute noch nicht in der Lage, das Ziel dieses Signals auszumachen. In der Hoffnung, die Funkstation der Verräter zu finden, hatte ich auf der Stelle ein Sicherheitsteam mit einem Durchsuchungsbefehl zu Ihrer Basis geschickt. Die Experten konnten leider trotz intensiver Suche nichts finden. Sie müssen die Augen offen halten. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis unser Verräter nachlässig wird und einen Fehler macht. Maxis aus. Tja, der Verräter ist irgendwo in unserer Basis. Wer das wohl sein könnte? Unser Ministerium für globale Ausbildung und Gesundheit verkündete heute, die Errichtung des riesigen John F. Anders Orbitallabors ist in Kürze abgeschlossen. Sobald es völlig funktionstüchtig ist, wird das Labor dazu benutzt werden, die Wirkung neu entwickelter Serien gegen virulente Seuchen zu testen. Laut Forscher Dr. Beal, dem Projektleiter des Ministeriums für globale Ausbildung und Gesundheit, ist die orbitale Plattform eine ausgezeichnete Quarantänestation. Was für ein wundervoller Weg, das Wohlergehen der Bürger auf dieser Erde zu verbessern, ohne dass unsere Immobilienpreise ansteigen werden. Du bist jetzt dran, Josh. Das, was sie gemeint hat, die orbitale Plattform, das ist die orbitale Überwachungsplattform. Die hat eigentlich noch eine große Rolle in diesem Spiel. Es tut mir leid, dass Ihr letzter Einsatz problematisch verlief. Der Colonel wollte, dass ich Sie sofort zurückhole. Sie tun, was ich Ihnen sage. Danke, Zauberer. Nicht mal eine Pause in der Zentrale war drin. An Ihrer Stelle würde ich mich beschweren. Sie haben ein Recht auf ein bisschen Erholung. Glauben Sie mir eins, ich habe Ihnen gewarnt, als mir die Schnüffler auf den Fersen waren. Wir wollten Ihr Signal umleiten und Sie den Elite-Soldaten zum Fraß vorwerfen. Aber den Schnüffler, der Elektronen schneller umleiten kann als ich, gibt's noch nicht. Ich habe Sie zurückgeholt, bevor die überhaupt kapierten, was los war. Na, wer ist hier der Rückholspezialist? Sie können auf mich zählen, Blechmann. Irgendwie, immer wenn ich mit ihm rede, spricht er irgendwelche Probleme in meiner Mission an, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe mich doch schön geschmeidig durchgeballert, dachte ich. Und ich dachte, dass die Verwaltungsarbeit langweilig wäre. Was? Hier ist es nie, ist es nie. Hier wird eigentlich immer etwas geboten. Während Sie Ihre Mission erfüllen, schickt Ihnen ein zentraler Sicherheitssystem. Sie besuchte die ganze Basis. Keiner hat uns darüber aufgeklärt, wieso dieses Team gekommen war. Was immer Sie suchten, Sie haben es nicht gefunden. Es ist vielleicht albern, aber ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was um mich herum gespielt wird. Was? Jetzt geht's besser. Und ich dachte, dass Verwaltungsarbeit langweilig wäre. Wissen Sie was, Captain? Hier ist es nie langweilig. Hier wird einem immer etwas geboten. Während Sie Ihre letzte Mission erfüllten, schickte die Zentrale ein Sicherheitsteam. Es durchsuchte die ganze Basis. Keiner hat uns darüber aufgeklärt, wieso dieses Team gekommen war. Was immer Sie suchten, Sie haben es nicht gefunden. Es ist vielleicht albern, aber ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was um mich herum gespielt wird. Ja, wieder was Neues. Sag. Ja. Bitte. Oh, Lasergewehr. Das kostet gerade mal 1500. Oder den Raketenwaffe. Nein, ich hole mir das Lasergewehr. Der hat keine! Wieso ist der Scheiß dann bitte schön bei ihm im Inventar? Davon hat er auch keine. Ja, so ein Geraffel. Wieso kann ich das nicht kaufen? Habe ich zu viele Waffen? Ja, bitte, ja.
Okay, da ich jetzt eh die Mission abgeschlossen habe, ich schau mal nach, wie ich Waffen fallen lasse fürs nächste Mal. Und ansonsten sage ich Ade, bis zum nächsten Mal.